Herzlich willkommen zurück bei Deponia. In der letzten Folge sind wir ja, haben wir sozusagen so ein Rätsel gelöst, indem wir sozusagen so eine Comedy-Film-technische Verfolgungsjagd durchgespielt haben. Dann sind wir jetzt auf den Kreuzer gelangt, weil wir uns als Klischees ausgeben. Gold schreibt einen Bericht für den Aufsichtsrat. Wir haben hier, kann ich nochmal ganz kurz, weil es so schön ist. Nee, das doch nicht ich. Das hier. Lasst ihr mich jetzt raus? Was seid ihr nur für Schüttelreim? Schüttelreim Mafia? Ach, Schlafgut wäre besser gewesen. Aber na gut. Na gut, dann wollten wir jetzt raus und das nächste durchführen. Die scheinen hier großen Wert auf die Fuß. Oh Mann, das ist kompliziert. Da komme ich, glaube ich, nicht durch, oder? Okay. Durch die Tür. Nanu. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Dann gehen wir hier hin. Hier waren wir nämlich noch nicht. Dann gehen wir hier rein. Hey. Gang entlang. Keine Frage. Ich muss mir. Über die Brücke. Ich glaube, da waren wir auch schon. Genau, aber hier waren wir noch nicht. Da geht es nämlich zum Computerraum, glaube ich. Oh, doch nicht. Ach, mal noch. Keine Frage. Ich muss mir. Also, den Gang entlang zurück. Hier war ich noch nicht. Doch, war ich auch schon. Ich habe eine Idee. Hoppla! Ah. Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Ich könnte ihm die... Aber das bringe ich. Er ist einfach... Na, putzi... Sauber. Oh, so einen hätte ich aber auch... Und er hat einen Getränkehalter. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Na, putzi... Sauber. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphaël Ruisbrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Okay. Keine Frage. Ich muss mir... Nicht doch. Das ist ein Kunstwerk. Oh, so ein Sneak hat. Keine Frage. Ich muss. Keine Frage. Ich muss mir. Ja, ich hab mir schon was einfallen lassen. Ja. Brauchst du den Brieföffner noch? Kommt drauf an. War es Cletus? Dann brauche ich noch ein bisschen. Da ist noch genug. Nicht doch im Innen. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium. Oh, wir sind. Na,
sauber. Na, sauber. Keine Frage, ich muss mir... Kaffee aus Pichter. Zu Argus, wo ihn schlug, was wolltest, entgegnet ihm das Postgeheimnis des Tür. Du Schuft, du. Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau. Schlafen? Na, sauber. Ah, da war der Trick. Das war der Trick. Über die Brücke, den Gang entlang. Hey, was tust du da? Keine Frage, ich muss mir... Ich hab eine Idee. Ich mach das, warte. Meine Idee war das nicht. Hierfür und eine Wiese. Warte. Ich muss genau andersrum drehen. Ich muss das jetzt hier reinkippen. Kaffee leer? Doch nicht, okay. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Voll auf. Kaffee auch nicht. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Ja. Na endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab bloß Zeit ziehen. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast. Wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von... Sicherheitssystem. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na,
Das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Nö. Paul, jetzt! Gut. Gut, jetzt dahin. Okay, das kriegen wir auch noch auf die Kette. Nö. Das muss so bleiben. Und auch so bleiben. Nö. Paul, jetzt! Yay. Gut, jetzt müssen wir irgendwie hier rankommen. Okay. Nö. Nö. Der da ist. Ich muss kurz überlegen. Nö, nicht nö. Nö. Das ist schwierig. Nö. Gut.
Maul! Ha, das war schwierig, aber ich hab's hinbekommen. Out. Wundervoll. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Hoho, wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Naja, ich bin nicht so der Kaffeefreund, aber da hat Rufus mal diesmal recht. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Der Schrank wäre ein Perfekt. Leider ist er typisch. Steht. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Haut. Ah, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Aha. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Überlegen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. So, der ist erstmal außer Gefecht gesetzt. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Hä? Oh. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Ja?
Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten, Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Aber das werden wir erst... Ah, nee. So, das hat nicht funktioniert. Das macht es noch viel schlimmer. Was tue ich? Das bin ich. Das ist die Schiene. Nein, 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 nein! Aus! Aufhören, habe ich gesagt! Halt! Oh. Was ist das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Goal, diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Goal! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Jetzt verstehen wir auch, warum er so wütend ist. Naja. Ich hab nichts gesehen. Hinsichtlich Goals Tod und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Bodenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Sie retten Game Over oder ein anderes? Die falschen Knöpfe gedrückt? Ich weiß es nicht. Aua. Oh, aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Jetzt bin ich alleine.